Hallo, das Problem, was viele haben, ist, sie können kein Wasser trinken. Jedes Mal, wenn ich Kunden habe und wir schauen mal, was essen die so den ganzen Tag, was trinken sie, sind natürlich viele dabei, die ganz viel trinken mit viel Zucker, viel Limonade, Cola, Fanta, auch Säfte. Und wenn ich denen sage, pass auf, steig einfach mal um und trink viel Wasser, dann sagen die, ich mag kein Wasser. Und dann, ich bin also sehr tolerant, aber wenn ich höre, dass einer kein Wasser mag, finde ich schon sehr schlimm, weil ursprünglich müssen wir, wenn wir Durst haben, etwas trinken. Und eigentlich trinkt man dann Wasser. Wir haben uns leider im Laufe der Zeit daran gewöhnt, immer irgendwas zu trinken, was Geschmack hat. Und oft trinken wir auch nur, weil wir diesen Geschmack trinken wollen oder schmecken wollen. Also eigentlich wieder zurück zur Natur, wenn man Durst hat, trinkt man Wasser. Und da Wasser natürlich immer nur ganz neutral schmeckt, habe ich mir gedacht, okay, bevor ihr da irgendwie wieder anfangt, Fanta oder Cola zu trinken, eine Alternative. Für die Leute, die Wasser ohne Kohlensäure mögen, kein Problem. Und für die Leute, die Wasser eher mit Kohlensäure mögen, haben wir beides da. So, dann ein bisschen Geschmack finde ich auch immer ganz gut. Das Problem ist nur, es gibt viel Wasser. Da steht kaum Kalorien, ein bisschen Geschmack nach dem Apfel. Und wenn man dann hinten drauf schaut, hat man doch ganz viele Geschmacksverstärker, Aromen und auch doch noch Zucker drin. Und das ist ein Problem. Wir machen unser Wasser jetzt selber. Ihr könnt wirklich nehmen, was ihr wollt. Ich nehme meistens eine Limette. Ingwer ist ganz, ganz toll, finden viele auch, die das trinken. Dann könnt ihr auch mit der Zitrone arbeiten. Eine Grapefruit oder eine Orange. Also es gibt noch viel, viel mehr. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, einfach das Wasser in schöne Karaffen machen. Gerade wenn ihr Besuch bekommt und im Sommer auf der Terrasse, sieht das ganz toll aus. Was ich noch habe, habe ich jetzt vergessen. Minze. Minze ist auch total lecker. Könnt ihr auch da reinmachen. Dann fangen wir mal an. Also jetzt kriegen wir Besuch heute Abend und wir wollen nicht unbedingt einen Cocktail mit Alkohol haben, sondern wir wollen ihnen was Leckeres hinstellen, was gesund aussieht, was viel Farbe hat und schmeckt. Fange ich an mit ein bisschen Ingwer. Ihr braucht den Ingwer nicht schälen, ihr wascht den vorher und dann schaut ihr, dass ihr ganz, ganz dünne Scheiben schneidet. Ganz dünn. Und das Schöne ist, es kann wirklich auch zwei, dreimal aufgeschüttet werden. Das heißt, wenn eine Karaffe leer ist, nicht alles wegschmeißen und neu machen, sondern einfach Wasser wieder drauf. Und wenn ihr das schon eine Stunde vorher oder so macht, dann kommt der Geschmack viel besser raus. So, dann schneidet ihr Ingwer, macht es einfach da rein. Noch ein bisschen. So, dann nimmt ihr hier eine leckere Limette. Könnt ihr auch schön klein schneiden, erstmal halbieren und dann schöne Scheiben mit Schale. Ja? Kennen bestimmt viele aus dem Cocktail Caipirinha. Ja? Heute aber ohne Alkohol. Schön rein. So, jetzt können wir noch ein paar Pfefferminzblättchen nehmen. Die könnt ihr klein schneiden oder auch ganz rein machen. Ja? Die sind sehr groß, deshalb schneide ich die jetzt mal. So. Jetzt habt ihr ein schönes Wasser. Und wenn ihr das jetzt eine Stunde ziehen lasst, habt ihr einen richtig tollen Geschmack. Wenn es warm ist und wenn ihr was Kaltes braucht, einfach ein paar Eiswürfel rein. So. Das ist einmal unser Ingwer, Limetten und Pfefferminzwasser. Hier in diesem zweiten können wir dann auch mal Grapefruit nehmen. Ja? Das ist so toll, dann habt ihr wirklich nur einen ganz leichten Geschmack und das Wasser schmeckt nach irgendwas. Es ist aber nicht so viel Zucker drin. Einfach rein damit. Finde ich, sieht auch schön aus. Und was man da auch noch wieder reinmachen kann, Orange. Schaut aber, dass ihr die Sachen vorher mal abwascht, ja, die Schale schön abwascht. Oder eben auch Bio-Obst. Damit die Schalen nicht gespritzt sind. Das könnt ihr auch noch mal schön verrühren. Ich finde, das sieht so lecker aus. Auch wieder mit Eiswürfeln. So, und jetzt könnt ihr, da ist wirklich
jeder kann machen, was er will. Er kann da noch Pfefferminz reinmachen. Er kann da auch noch Limetten oder nochmal Ingwer reinmachen. So schön durchrühren. So. Und wenn das nicht mal gut aussieht, und schmecken tut es auch. Da kann auch ab und zu mal einer auch reinfallen. Ja. Und einmal hier mit Minze. Jetzt ist es leider noch nicht so lange drin, das heißt, der Geschmack ist nur ganz, ganz minimal. Ganz minimal, man schmeckt so ein bisschen Ingwer und den Pfefferminz. Und jetzt mal mit Kohlensäure. Oh. Und da schmeckt man jetzt ganz stark Grapefruit raus. Also im Endeffekt gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Man kann Wasser trinken und es schmeckt auch. In diesem Sinne, trinkt ordentlich Wasser. Eure Silke.